Kann ich hier einfach die Stufen mich runterfallen lassen? Ohne dass ich sterbe? Ha! Ah, du Drecksviech. Wo kommst du denn jetzt her? Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved von der Map Ragnarok. In der letzten Folge war ich in dieser Höhle hinter mir gewesen und habe mal ein bisschen geschaut, ob ich da den Golem finde. Leider habe ich ihn nicht gefunden. Wenn ihr es euch nochmal angucken wollt, schaut euch nochmal die letzte Folge an. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause und rette diesen wahnsinnigen Loot, den ich bekommen habe. Guckt euch das nochmal an hier. Ein Blueprint für einen Mastercraft Sarko Sattel. Ein Blueprint, nee Moment, das sind sogar fertige. Schuhe Journeyman aus Stoff. Ein Blueprint für eine Journeyman Stone Hatchet und eine fertige Simple Pistol Journeyman und ja, eigentlich total sinnloser Loot, mal abgesehen von dem Sattel, der ist noch so halb interessant, semi-interessant kann man eigentlich sagen, aber ja, eigentlich ist er auch nicht wirklich wichtig, weil wer will schon Sarko zähmen, das macht ja eigentlich normalerweise so gut wie keiner, wie ich hier wieder festhänge. Also wir können festhalten, den Golem, der hat sich nicht blicken lassen, das scheue Schweinchen, der wollte nicht, das ist ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ist auch Singleplayer, kann alles auch noch ein bisschen verbuggt sein, durchaus. Wir können ja nochmal einen Abstecher in die Folterkammer machen. Vielleicht ist da ja jetzt auch mal eine Schatzkiste am Start. So ein kleiner Abstecher in die Folterkammer kann, glaube ich, nicht schaden. Ich werde aber vorher mal ein bisschen was von dem Loot in den Alu packen, damit ich nicht so schwer bin hier. Sonst habe ich ja hier voll das Gewicht. Ach ja, genau, Artefakte kann ich ja nicht mehr in die Tiere reinstopfen. Und die Fackel mache ich mal aus. Die heben wir uns mal auf für einen Fall, wenn es wirklich auch dunkel ist. Momentan ist es ja nur näblich. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich von hier jetzt am schnellsten zur Folterkammer? Das weiß ich gerade gar nicht so genau. War es vielleicht deshalb auch so schweinedunkel gerade in der Höhle, weil Nacht war? Ich weiß es nicht. Weil es war nämlich echt fies dunkel. Ich meine, ich habe sogar den Gamma-Wert hochgedreht, damit ich mehr sehen kann. Aber es hat nicht gereicht. Also es war immer noch viel zu dunkel in der Höhle. So, das ist das Biertier. Das Biertier wird mich wahrscheinlich gleich bewerfen. Ich möchte nicht von dir beworfen werden, liebes Biertier. Lass mich in Ruhe. Ich habe kein Bier. Ich will nur an dir vorbei. Oh, der Alu braucht doch so 3 Jahre, um die Stamina zu recken. Das ist immer so schlimm. Deswegen mag ich das eigentlich gar nicht, mit dem rumzulaufen. Wenn man dann mal weglaufen muss mit dem, dann kann man es eigentlich vergessen. Weil, ja, der nicht so wirklich gut weglaufen kann. Und ich habe Ameisen gehört. Hässliches Viehzeug. Was ist denn das hier? Dilo. So, die Frage ist jetzt, wie gesagt, wo war nochmal die Folterkammer? Ich glaube, wenn ich hier einfach den Weg lang gehe, müsste ich eigentlich an die Folterkammer kommen irgendwann. Aber da muss ich, glaube ich, weiter hoch, um zur Folterkammer zu kommen. Bloß keinen Trampelschaden an den Stegos machen. Folterkammer ist, glaube ich, hier irgendwo oben dann gleich. Um die Ecke irgendwo da, so links rum. Und von da aus kann ich dann einfach quer durch zu meiner Base zurückreiten. Das hat ja so grob eine Folge gedauert mit dem Alu. Oh, Moment mal, da oben. Ach ja, genau, stimmt. Auf Ragnarok gibt es ja keine Explorer-Notes. Ich dachte gerade, ja, da könnte ich einen Explorer-Note mitnehmen, aber. Oh, was ist denn das jetzt hier wieder? Backecke. Lass mich los, blöde Palme. Ich auch die eine Palme nicht erwische, an der ich festhänge. Das ist wieder. Ah, jetzt, okay. Alles klar, alles gut. So, und der Stamina ist wieder leer. Verdammt. Irgendwo da hinten. Da sind, glaube ich, auch diese komischen Brücken, oder? Irgendwo hier müsste es sein. Es kann nicht weit sein von hier aus. Es ist da ein Rex, okay. Ich dachte gerade Yu-Tyrannus. Das wäre jetzt richtig mies. Da habe ich, glaube ich, keine Chance. Ich habe auch keine Shotgun-Muni mehr. Ja, Alu wurde ja in der einen Szene in der vorletzten Folge eigentlich nur durch die Tatsache gerettet, dass ich Shotgun, mit Mastercraft Shotgun dabei hatte. Sonst wäre der ja gestorben. Alu ist scheiße. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe keine Lust mehr auf die Folterkammer. Ich meine, wenn ich noch eine Etage höher laufen könnte, wäre das eigentlich nicht schlecht. Noch einmal hoch. Eine Ebene. Nur wo ist die Frage? Hier waren die Katzen.
Ich muss wirklich nur noch einmal nach oben und dann irgendwie noch mal ein bisschen weiter in die Richtung, die ich gerade schon gelaufen bin. Dann komme ich, glaube ich, zur Folterkammer. Wie gesagt, aus der Luft ist das alles viel einfacher auf Ragnarok. Vom Boden aus, die Map hat so viele Ebenen, es ist wirklich der Hammer. Also man kann sich da so verfransen, so hart, wenn man nicht genau weiß, wo es lang geht. So, jetzt hier wieder Schritttempo, weil Allosaurus wieder Stamina laden muss. Komm schon. Nee, Moment mal, da oben muss ich hin. Da ist die Dings, die Folterkammer. Okay, wissen wir Bescheid. Ich glaube schon, dass es das ist. Ja doch, da oben ist die Folterkammer. Bestimmt ist die da oben. Und wenn nicht, dann kann ich von da oben aus auf jeden Fall, also von der Höhe oben kann ich auf jeden Fall da hinlaufen. Was ist denn hier jetzt los? Die Skorpione rasten aus. Warte, vielleicht haben die Skorpione irgendwas betäubt. Oh, ich glaube, ja, die betäuben gleich mich, nämlich. Schnell weg. Aber mit dem Allo, glaube ich, ignorieren sie mich eh. Kann ich hier rüberlaufen? Ja. So, ich muss jetzt irgendwie versuchen, da einen Weg hochzufinden. Da hinten. Kann man hier nicht auch irgendwie da hoch so? Oder ist das überhaupt die Stelle? Ich muss das mal aufklären. Ich muss erst mal sicher sein, dass das wirklich hier ist und nicht irgendwo anders. Hier die Stelle? Ist es hier die Stelle? Ameisen. Ja, die töten wir jetzt hier. Komm. Stirb. Waren das nicht zwei? Ich habe nur eine getötet. Ja, doch, da oben ist die Folterkammer. Alles klar. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Warte mal. Den Wasserfall schon mal nicht. Das kann ich vergessen. Irgendwo hier muss es einen Aufgang geben eigentlich. Diese Felswand muss ich irgendwie hochkommen. Aber wo? Zu Fuß ist es gar nicht so einfach, kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Wie komme ich jetzt in die Folterkammer? Wer hätte gedacht, dass ich mich mal so drum reiße, in eine Folterkammer zu kommen, ne? Hier, glaube ich, geht's hoch. Was ist denn hier los? Raptoren, die einen Känguru vergewaltigen, die einen Dödikurus vergewaltigen. Ich könnte mich natürlich auch einfach mit dem Grappling-Hook da hochziehen, aber das wäre zu einfach. Ich will jetzt da den Weg finden. Es muss irgendwo... Hey, warte mal, hier ist eine Höhle. Kenne ich noch gar nicht. Kenne ich wirklich noch gar nicht. Hm. Da gucke ich jetzt nicht rein. Ich will eigentlich ja nur den Weg... Achso, es geht einfach nur einmal hier so durch. Kann das sein? Ja. Das ist auch eine nette Location, um zu bauen, oder? So eine schöne Felsnische hier. Haben wir das auch schon mal gesehen? Also es muss irgendwo einen Weg geben, wo man hier hochkommt nochmal. Diese eine Ebene nochmal. Irgendwie entweder hier hinten oder irgendwo anders. Oh, lad doch mal die Stamina schneller auf, ey. Das ist so nervig. Man kann nicht mal ein bisschen durchrennen hier. Ich glaube, hier an der Stelle kommt man bestimmt nochmal irgendwie nochmal eine Etage hoch. Oder? Nee, ist einfach nur der See. Ich glaube, ich muss mich da echt mit dem Grappling-Hook hochdengeln. Ich glaube, ohne Flugtier kommt man da sonst nicht auf. Ich wüsste zumindest jetzt nicht wie. Wisst ihr was? Wir sind jetzt einmal hier. Mache ich das jetzt nochmal. Ich grabbel mich da nochmal mit dem Grappling-Hook hoch. Wir werden es ja gleich sehen, ob es klappt oder nicht. Hier sind ja auch gerade keine gefährlichen Tiere. Ich kann meinen Alu hier ganz locker abstellen. Das passt ja alles. So, dann versuchen wir das jetzt mal, ne? Ich habe ja auch noch genug an meiner Armbrust, an Haltbarkeit, dass ich das wagen kann. Ja, guck mal, hier ist nur eine Schildkröte und das war's auch schon. Will mich nochmal direkt da davor stellen. Da so hin. Okay. Dann grabbeln wir uns mal da hoch, ne? Gib mir die arme Brust. Vielleicht aus der Ego ist vielleicht besser. Ah, hier sind auch so schöne Absätze. Guckt mal, das ist doch nice. Folgt mir der Allo eigentlich? Nee, der bleibt da unten stehen. Das ist gut. Hoch 10. Ist es hier auch? Ja, hier hinten, oder? Irgendwo hier ist es. Ich dachte auch mal eine Zeit lang, dass es von der Folterkammer aus einen Weg in die Sumpfhöhle geben würde. Also in die Dschungelhöhle. Dem ist aber nicht so. Oh, nee, Moment mal. Hier bin ich falsch. Scheiße, ich muss trinken. Ich muss doch da drüben hin.
Ja, das war schlau. Wir haben ja auch so viel Haltbarkeit noch bei der Armbrust. Bevor ich jetzt trinke, gucke ich erstmal hier rein. Hier ist die Folterkammer. Mann, ich wusste es doch, dass hier irgendwo sein muss. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwer meinte, ich soll die Dings da zerschlagen. Zum Glück habe ich da jetzt hier... Ah ja, das war ja nur ein Blueprint. Scheiße. Kann ich das auch mit meinen Fäusten? Irgendwer meinte, ich soll hier die Dings zerschlagen, die Karte. Und wenn die kaputt ist, ist dahinter auch nochmal eine Schatzkiste. Machen wir das jetzt mal hier einfach mit der Faust. Jetzt bin ich spannend, ey. Wenn ich da jetzt den besten Loot ever finde, dann raste ich aber aus. Also man kann sie kaputt machen, aber so richtig sinnig ist das irgendwie nicht, oder? Also ich sehe jetzt hier keinen Weg oder keinen Durchgang oder sowas. Ist irgendwie... Ja, da ist nichts. Da ist gar nichts. Okay, können wir vergessen. Auch ein Rohrkrepierer. Da würde ich doch mal sagen, mache ich mich jetzt wirklich mal auf den Rückweg und ich sollte vor allem auch trinken jetzt. Ganz wichtig. Wo ist mein Alo? Da hinten ist mein Alo. Zurück zum Alo. Kann ich hier einfach die Stufen mich runterfallen lassen? Ohne dass ich sterbe? Ha! Ah, du Drecksviech. Wo kommst du denn jetzt her? Ha, bam. Im Fallen habe ich das gemacht. Habt ihr das gesehen, was das für ein Move war? Der Wahnsinn. Rauf. So, dann trinken wir mal einen Schluck hier. Flupp, da war das Problem auch erledigt. Und jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Jetzt gehe ich einfach wieder... Ein Moment mal, das ist glaube ich schlauer, wenn ich jetzt da hinten lang gehe und dann wieder denselben Weg, den ich hier schon mal durch bin. Da einfach so bei den Säulen von der Brücke lang. Das ist glaube ich kürzer, als wie wenn ich jetzt da nochmal vorne rumlaufe. Einfach hier nochmal rum. Und dann quer durch. Querbeet. Ich weiß allerdings nicht, ob ich diesmal wieder das Risiko eingehe und durch diese komische... durch diese Badlands-Gegend laufe, da wo die Gerippe rumlagen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... scheint mir sehr gefährlich dort zu sein. Und mein Alo ist ja, wie gesagt, nicht auf Movement Speed geskillt. Das heißt, er kann anderen Alos nicht weglaufen. Ich muss, wenn, dann muss ich kämpfen. Jetzt los. Der Agentavis hat, glaube ich, gerade Angst vor mir gehabt. Es ist dann am Ende doch wieder erstaunlich, wie dicht dann das alles immer so beieinander ist auf diesen Maps, ne? Da hinten sind schon wieder die Badlands, man kann sie schon wieder sehen. Und da ist auch der Gletscherberg. Ich meine, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, guck doch nochmal zur Schatzkiste. Guck doch nochmal, ob du da was finden kannst, was Tolles. Das Problem ist halt, das macht mit dem Petri mehr Sinn. Oh, da sind Alos. Wir halten uns mal ein bisschen rechts hier. Und hier ist wieder so eine Durchgangshöhle. Da bin ich doch auch beim letzten Mal durchgekommen, oder nicht? War das die... weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann ich hier laufen? Ja. Ich gehe mal hier durch wieder. Ja doch, das war die. Das war die Höhle. Alles klar. Nutzen wir das mal aus, dass hier gerade der Durchgang ist. Können wir schön die Alos umgehen. Wunderbar. Terrorbirds, aber die ignorieren mich. Sollten sie eigentlich. Ich werde sie jetzt nicht angreifen. Ich, wie gesagt, ich will jetzt... das bisschen Loot, was ich jetzt bekommen habe, möchte ich jetzt auch nach Hause bringen. Wäre sonst irgendwie ein bisschen traurig, wenn ich das nicht mal schaffe. Ja, es gibt auch noch andere Höhlen auf Ragnarok. Es gibt auch noch unter diesem... dieser Burg. Da hinten ist diese Burg. Da gibt es auch noch ein Höhlensystem drunter. Und auch ziemlich großes. Oh, scheiße, das ist ja ein Rex. Warte mal, wir nützen mal schnell hier die Tatsache, dass der gerade auf dem Bronto rumkaut aus. Und rushen hier mal so ein bisschen hoch. Ja, genau zu den Stegos, das ist gut. Soll wie hier einfach am Pferd rumläuft. So, das war gut. Da haben wir den Rex schon mal hinter uns gelassen. Da oben ist ein Alpha-Raptor. Ignoriere ich jetzt aber. Das kann ich mit dem Alu eh nicht schaffen. Genau, mal kacken. Und schön die Stamina aufladen, denn ich möchte jetzt am liebsten gerne hier durchrennen. Ohne jetzt hier stehen bleiben zu müssen. Komm. Und los. Go, go, go. Ok, ok, ok. In einem Rutsch.
Wir lassen die jetzt hier alle links liegen, alle Viecher. Bleib bloß weg, Argentavis. So, gucken wir mal. Irgendwelche Alus hier in der Nähe? Nee. Ich würde sagen, hier bei den Kentros werde ich mich mal nochmal ganz kurz die Stamina recken. Die greifen mich ja nicht an, oder? Nur wenn ich sie angreife. Hoffe ich. Ich gehe lieber schon mal ein Stückchen weiter. Wer weiß. Da vorne ist ein Rex. Dem schmeckt's gerade schon. Ist jetzt die Frage. Einmal mittendurch oder obenrum? Ich weiß halt auch nicht, ob hier Gias rumlaufen können in dem Gebiet. Wisst ihr was? Wir rushen jetzt hier einfach. Wir rushen jetzt hier oben durch. Hier oben sehe ich eher, wenn irgendwas kommt, was gefährlich ist. Eine Katze jetzt nicht unbedingt. Zum Beispiel eine Horde Alos. Das sieht aber friedlich aus. Alles gut. Da ist nur ein Pachi da vorne. Bei dem Pachi werde ich nochmal die Stamina regen lassen. Ja, guckt mal. Da unten wäre nämlich, glaube ich, der unsicherere Weg gewesen, glaube ich. Bei den ganzen Argentaben. Komm, lad auf. Mach. Tu es. Ist das da ein roter Lootrop da drüben? 140 der Pachi, nicht schlecht. Das wäre mal ein Pachi. Wir sind ja beim letzten Mal da so in der Mitte durch, ne? Muss halt aufpassen, dass ich nicht in etwas Gefährliches reinlaufe. Ich gehe mal wieder da so durch, wo wir gerade schon waren. Also wo wir beim letzten Mal schon waren. In der vorvorletzten Folge. Ich verliere schon wieder den Überblick, wann ich was gemacht habe. Wow, das sieht auch krass aus hier. Ich gehe mal ein bisschen Schritttempo, ein bisschen weitergehen. Guck mal, hier ist das Biom schon zu Ende. Hier kommt man schon wieder in den Wald rein. Da oben läuft irgendwas rum, was größer ist. Im Zweifel sind es wieder Alos. Ich versuche mich mal jetzt hier so mit einem schnellen Sprint gleich durchzubewegen. Und los! Nein, nicht kacken! Ein schneller Sprint durch den Wald! Was ist das da vorne? Was ist das? Terrorbirds. Die können mir egal sein. Raptoren können mir auch egal sein. Oh, das Mistviehzeug rennt mir natürlich hier direkt vor die Füße. Und jetzt sind wir wieder am Bibersee. Nice, dann haben wir das Schlimmste schon überstanden eigentlich. Die Frage ist jetzt, soll ich jetzt versuchen, eher mich so links durchzuschlängeln oder wieder so rechts um den Berg rum, da wo die Greifen gewesen sind? Ich würde ja tatsächlich mal gerne versuchen, über den Berg zu laufen. Da hoch, so. Weil da sind wir beim letzten Mal lang gegangen, den Fluss lang, wo die Lachse springen. Und wir können ja mal darüber, über den Berg, und mal gucken, ob das besser klappt. Scheint mir eine gute Idee zu sein. Ich muss auch mal wieder was essen. Ja, wir machen das jetzt mal. Wir reiten jetzt mal da lang. Und es regnet! Regen, Regen! Weiter geht's, weiter geht's. Ich würde sagen, ja, das sieht mir, glaube ich, aus wie das bessere Gelände hier. Vielleicht finden wir ja unterwegs auch einen Griffin, der mich vielleicht dann auch nicht gleich angreift. Denn ich möchte demnächst auch mal wieder ein bisschen was zähmen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mal einen Polarbär finde, aber die sind leider so selten, wenn sie überhaupt vorkommen, dass man die wahrscheinlich nicht so einfach findet. Das heißt, ein Griffin als nächstes ist vielleicht kein so unrealistisches Ziel. Mal gucken. Zumal ich ja auch eigentlich recht gute Ausrüstung jetzt mittlerweile habe. Also es sollte eigentlich kein Problem sein, einen zu bekommen. So, reiten wir mal hier durch. Ich meine, auch hier auf diesem Berg müssten die eigentlich auch spawnen, theoretisch, die Griffins. Auf jeden Fall so in dem Gebiet hier tauchen die auch auf. Und ich weiß, wie gesagt, nach wie vor nicht, ob die auf mich direkt aggro werden on-site oder nicht. Oder ob ich die erst aggro machen muss. Oder ob das ein bisschen so wie bei den Argentaven ist. Dass die halt schon aggro werden, aber nur wenn ich zu nah rangehe. Oder wenn ich ihnen ihr Futter klaue. So, sprinten.
Ein kleiner Sprint löst Probleme ganz geschwind. Da hinten ist der Vulkan. Genau, wir haben jetzt einfach hier runter und da müssten wir schon bei den heißen Quellen sein. Also, so groß die Map natürlich auch ist, man kommt dann irgendwie doch recht fix durch. Ich meine, na gut, ich brauche natürlich schon immer so ein, zwei Folgen, bis ich überhaupt von A nach B gekommen bin. Aber es ist durchaus machbar. Also wenn man die Wege und Abkürzungen auch kennt, da hinten sind die heißen Quellen, wo wir angefangen haben, die Reise. Das passt eigentlich, das ist nicht so schlecht. Das kann man machen. Wir müssen uns jetzt hier durch die Argentaven durchlamentieren. Sehr gut, das haben wir auch geschafft. Wunderbar. Da würde ich doch mal sagen, an dieser Stelle ist dann auch so langsam wieder die Folge zu Ende tatsächlich. Ich laufe jetzt nochmal zu so einer heißen Quelle hin und mache ein kleines Dampfbad. Was ist denn das hier? Ein Dimorphodon. Sah es so komisch aus, wie ein komischer Affe. Wir machen jetzt hier nochmal ein kleines Dampfbad und dann beende ich die Folge. Stelle ich mich mit meinen Füßen rein. Wir haben es ja jetzt im Grunde eigentlich geschafft. Jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Durch das Lava-Biom komme ich am Strand ja recht safe eigentlich. An dieser Stelle ist die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ark Survival von der Map Ragnarok. Und dann werden wir mal etwas zähmen. Dann versuche ich mir mal einen Griffin zu organisieren. Mal sehen, wie schwer oder wie leicht das ist. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, gute Ausrüstung. Da müsste das eigentlich klappen, dass wir einen bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival. Bis dann, ciao, ciao.